Ich habe die Jungs mal vor 12 Jahren kennengelernt. Da hatten sie noch also auf dem Höhepunkt ihrer Karriere gerade angefangen. Aber die Jungs machen sich immer mehr, sie verbreiten eine Stimmung, das, was wir gerade in dieser Zeit so brauchen. Positives Denken, Stimmung, also alles ohne Aggression soll ablaufen. Sie merken, ich fange jetzt an mit meiner Moderation den ersten Gast vorzustellen. Es ist ein Mensch, der schreibt Bücher. Der Name wird Ihnen vielleicht nicht sagen, die Bücher schon eher. Klaus-Jürgen Becker, der Autor der Positivbücher. Klaus-Jürgen Becker! Sie kommen so raus, haben Sie Magenschmerzen, Herr Becker? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, über den Sie eben gesprochen haben, ist positives Denken. Ja. Ich habe mir Ihr Buch gekauft, Nie mehr ärgern. Mhm. Und sind Sie ärgerfrei? Nee, ich habe mich da erstmal über den Preis geärgert. Dann ist es auch so dick geschrieben, so viele, wenig Bilder drin. Wir wollen das Buch gleich zeigen. Es ist nicht ein aktuelles Buch. Das haben wir mal zur Auflage. Nie mehr ärgern. Nein, so ist es nicht. Aber wir müssen ja nun einen Anhaltspunkt finden, wie wir uns unterhalten. Klaus-Jürgen Becker ist Autor jetzt schon langsam von 3 Büchern. Und dieses Buch heißt Nie mehr ärgern. Ist das eine Marktlücke, die Sie da entdeckt haben, Herr Becker? Ich glaube, einer der Haupt... Sie haben auch noch mal so ein Schild für... Kann man sich hinten an seinen Trabi rankleben. Ja, nie mehr ärgern. Ja. Man ärgert sich ja immer, wenn man Trabi fährt zum Beispiel, weil der so stinkt und meistens stehen bleibt. Ja. Ich glaube, Herr Dall, einer der Hauptärgernisgründe ist, weil man meint, man sei im Leben zu kurz gekommen. Wir alle hatten als kleine Kinder Träume, wir hatten Wünsche und nur wenige haben sie erreicht. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, auch ohne Ihre Bücher kann ich nicht sagen. Ich glaube, bei Ihnen ist ein anderer Punkt, der vielleicht in diesem Buch für Sie interessant sein dürfte. Und zwar ein weiterer Ärgernisgrund ist, dass viele Menschen sich nicht so lieben, wie sie sind. Das heißt, viele Menschen haben das Gefühl, nein, ich bin nicht richtig, ich müsste jemand anders sein. Aber jeder kann nur er selbst sein. Ist das nicht bei Frauen nur so? Wenn Sie zum Beispiel als Karl Dall auf die Welt gekommen sind, dann... würden Sie nie auf die Idee kommen, ein Robert Redford sein zu wollen. Richtig? Ja, also von den Gagen her schon, ja. Und auch vielleicht von seinem Äußeren, aber diese schönen Männer, heißt es ja im Allgemeinen, wechseln ja so oft ihre Partnerinnen, weil sie eben so schön sind und dadurch verwöhnt sind im Leben. Robert Redford, weiß ich nicht, der soll schon 2 Frauen gehabt haben. Ja. Aber dafür ist er eben sehr schön. Das sind verschiedene Vorteile. Aber wir wollen jetzt nicht mit Robert Redford, der Mann wird ja auch permanent älter. Ich habe den letztens mal in so einem Zeitungsbericht gesehen, der sieht auch langsam aus wie eine Krokotasche. Ja? Warum immer Robert Redford? Gibt es keine anderen neuen Schönen, die nachwachsen? Jetzt gibt es erstmal ein kühles Pilz. Schön. Ja, da kann man auch danach transformieren. Herr Dall, wir haben hier ein größeres Publikum und ich möchte auch ein paar ernsthafte Dinge sagen. Bitte dürfen Sie. Denn wir haben hier nur relativ kurze Sendezeit und wenn wir die jetzt verblödeln, das wäre es eigentlich schade für das Publikum, denn es soll ja über 1,5 Millionen sein bei Ihnen. Und schauen Sie, eine der Botschaften, die ich für die Zuschauer habe, ist, das Wichtigste ist der erste Schritt, dass man sich bedingungslos so akzeptiert, wie man ist. Sie haben zum Beispiel das Richtige daraus gemacht, Sie haben gar nicht erst versucht, Robert Redford zu sein. Gott sei Dank nicht. Sie haben gesagt, ich bin Karl Dall. Sie haben sich rausgebracht, so wie Sie sind. Sie haben aus Ihren Schwächen, die Sie haben, kein Hehl gemacht, sondern Sie haben gesagt, das ist Karl Dall. Ich weiß nicht, ob Sie Schwächen haben, aber das ist Karl Dall. Ich bin so, wie ich bin. Ich bringe mich raus, wie ich bin. Ich mag mich, wie ich bin. Und das ist eine Möglichkeit. Und da sind Sie... So. Matthias. Danke. So, und da bin ich dankbar, dass wir hier ein positives Beispiel an unserer rechten Seite sitzen haben. Jemand, der sich herausgebracht hat, so wie er ist. Und das sollte eine Ermunterung sein für die Zuschauer draußen, dass jeder sich so rausbringt, wie er eben mal ist. Sie sind kein Stiefmütterchen, Sie sind keine Rose, Sie sind Karl Dall. Und das finde ich gut. Sie sind so erricht. Ärgern Sie sich womöglich im Augenblick. Herr Dall, ich hoffe...
Ich hoffe, dass Sie sich nicht über die Sendung ärgern. Wenn Sie sich gut betragen, kriegen Sie auch ein Diplom. Und zwar Herr Karl Dall, es kommt durch darauf an, wie es jetzt hier läuft, hat am 16.05.1990 das Seminar Nie mehr ärgern erfolgreich abgeschlossen. Das kommt noch darauf an. Wird hiermit zum neuen Gemütsmenschen ernannt. Sie sind dann damit berechtigt und verpflichtet, sich ab heute nie mehr zu ärgern. Ja. Lassen wir mal die Sendung vorüberziehen. Das wäre ein Diplom, das Sie nach dieser Stunde dann von mir bekommen würden. Ich werde mir auch noch einige Diplome einfallen lassen bis zum Ende der Sendung. Ja, über Einschaltquoten hemmende Gäste. Schauen Sie. Das ist ein wichtiger Punkt. Wissen Sie, Herr Dall, ich war heute im Taxi und der hat gesagt, wo fahren Sie hin? Maritim Hotel Dallas. Sagt er, da gehen Sie hin. Ja, da habe ich nach 5 Minuten immer wieder abgeschaltet. Da habe ich gefragt, warum. Da sagte er, ja, weil eine Talkshow die Möglichkeit bieten soll, Menschen herauszubringen, den Menschen Visionen zu geben, den Menschen Zukunft zu geben. Und das ist die Aufgabe, die ich mache. Ich möchte Menschen Visionen geben. Mache ich das nicht die ganzen Jahre schon? Also. Ja, was für eine Vision geben Sie den Menschen? Wie sieht diese Vision aus, die Sie den Menschen geben? Meine Vision ist, sie erstmal ruhig zu stellen. Nein, so. Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, auch in einer Talkshow eine Verantwortung haben, eine Verantwortung, wo wir einfach den Menschen, die draußen zuschauen, Botschaften vermitteln und Möglichkeiten vermitteln. Und wenn Sie nach meiner Arbeit fragen, das ist meine Arbeit, die ich über 1000 Menschen bereits vermittelt habe, nämlich Möglichkeiten zu finden, dort wo keine waren. Wir wachsen auf in einem großen Lebensrahmen. Und im Laufe der Zeit stecken wir diesen Lebensrahmen immer kleiner, durch Schläge, die wir bekommen haben, durch Erziehung, durch Eltern und so weiter. Und Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie an sich arbeiten, wenn Sie an diesem Buch Nie mehr ärgern aus dem Verlag Peter Ehrt arbeiten, dann haben Sie die Möglichkeit, Ihren Rahmen zurückzuerobern, Ihre Träume zu verwirklichen, Ihre ureigenen Träume, die Träume, die jeder Mensch hat, haben Sie Ihre Träume verwirklicht? Ich frage mich.